um in der Reihe Wissenshäppchen, Themen, die alle Bürgerinnen und Bürger in Mülheim interessieren, zu besprechen. Arbeit und Leben, DGB Volkshochschule in Mülheim, nutzt hierfür hergestellte Videos mit interessanten Referenten und Referentinnen und die Verbreitung als Online-Angebot, damit viele Menschen die Chance auf Expertenwissen bekommen. Aktuelles Thema ist heute die Frage nach der Stadtentwicklung in Mülheim. Viele Räume werden nach der Aufgabe von Firmen wieder frei. Die Bürger und Bürgerinnen fragen sich nach den Möglichkeiten der Neunutzung. Manche wünschen sich neue Industriearbeitsplätze, andere die Nutzung für die Freizeit und für die Aufwertung der Stadt. Diese Fragen sind nicht immer leicht zu beantworten, aber wir wollen sie heute dem Dezernenten der Stadt Mülheim für Umweltplanung bauen, Felix Blasch, der seit 2022 in diesem Amt ist, stellen und wissen, welche Optionen in der Stadt Mülheim zur Stadtentwicklung eigentlich bei frei werdenden Plätzen zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns dieses kleine Interview zu führen. Auch in der Stadt Mülheim bringt der Strukturwandel immer wieder das Freiwerden von Grundstücken mit sich. Sie sind als Dezernent mit einer ganzen Reihe von Zuständigkeiten betroffen, wie zum Beispiel die Wirtschaftsförderung, aber auch der Umweltschutz oder die Stadtplanung. Worauf fällt Ihr Blick zuerst, wenn ein Grundstück sozusagen auf den Markt kommt? Ja, also im Grunde guckt man sich das erstmal an, was ist das für ein Grundstück und welche Themen könnten da relevant sein. Denn man hat in der Regel ja sehr, sehr viele Dinge, die man unter einen Hut bringen muss, wenn man ein Grundstück entwickelt. Da ist einmal die Nutzung an sich, also welche Nutzung ist für dieses Grundstück geeignet, was ist im Umfeld, man kann nicht nur die Fläche für sich betrachtet sich angucken, sondern man muss auch ein bisschen drüber hinaus gucken, was ist im Umfeld da. Da muss man gucken, wie kann man den Verkehr abwickeln, was ist vielleicht an Artenschutz zu beachten, hat man eine Altlastensituation, wie entwässere ich diese Fläche, gibt es Erschließungsthemen, Stromversorgung, wie auch immer, die man beachten muss, aber auch natürlich die Umweltthemen, das Thema Versiegelung, wie sind die Böden, habe ich da irgendwie Naturelemente wie Bäume, wie vielleicht ein kleines Biotop oder so, was ich beachten muss, wo ich nicht einfach drüber hinweggehen kann. Also viele, viele Themen stellen sich da. Teilweise auch das Thema Denkmalschutz, auch bei alten Industriegebäuden. Man reißt vielleicht nicht alles weg, sondern versucht auch mit dem, was da ist, dann weiterzuarbeiten. Also diese ganzen Themen, die stellen sich und die muss man alle im Blick haben. Man kann also jetzt nicht nur sagen, jetzt gucke ich erstmal auf das Thema Wirtschaftsförderung und bearbeite erstmal nur das, sondern man muss versuchen, alle Dinge integriert zu betrachten. Weil man hat natürlich Abhängigkeiten. Also wenn der Boden sehr stark mit Altlasten sozusagen belegt ist, dann kann man da vielleicht das Thema Wohnen nicht so gut machen auf so einer Fläche. Also die Eignung von so einer Fläche definiert sich auch über die Situation und das, was man da vorfindet. Und wie gesagt, das muss man alles im Zusammenhang betrachten. Und deswegen ist die Stadtplanung auch eigentlich eine ja fast schon interdisziplinäre Sache und Aufgabe, weil man eben viele Dinge sozusagen unter einen Hut kriegen muss. Ist es denn eher der technische Blick, der zuerst sozusagen auf das dann frei werdende Grundstück fällt? Mhm. Also der technische Blick auf die Rahmenbedingungen, die man dann vorfindet. Das ist vielleicht anders als Bürger darauf gucken, die sofort sagen, oh, das ist ja ein tolles Grundstück, das liegt da wunderbar an der Ruhr und da kann man ja was mitmachen, so. Also Ihr Blick ist tatsächlich zuerst einer, der sich mit Rahmenbedingungen von den frei werdenden Flächen beschäftigt. Also natürlich guckt man auch auf die technischen Rahmenbedingungen, auf das, was ist überhaupt möglich. Ja? Weil man kann natürlich viele Ideen haben, wenn es Beschränkungen, Restriktionen gibt, die das verhindern, dann nützen einem die schönsten Ideen nichts. Ja? Also man muss schon auf die technische Machbarkeit bestimmter Dinge achten oder auf die Voraussetzungen, die man auf der Fläche hat. Aber natürlich guckt auch jeder Stadtplaner sich eine Fläche auch mit einem emotionalen oder kreativen Blick an. Mhm. Das ist natürlich völlig klar, weil wir sind jetzt keine Technokraten, sondern Stadtplanung hat immer auch was mit Emotionen zu tun. Das, was man dann baut, das ist dann Teil einer Stadt und die hat ja auch eine Identität. Da verbinden Leute auch was mit, es bildet sich vielleicht ein Image heraus. Also es sind alles Dinge, die sozusagen dann so weiche Faktoren sind, die auch in der Stadtplanung eine Rolle spielen und die auch mit Emotionen zu tun haben. Wie blicken Leute auf eine Fläche?
Und daraus formulieren die natürlich auch Ansprüche, die Leute, und sagen, ja, ich möchte aber, dass dies und das dort geschieht und dann könnte man doch dieses machen und so. Also das passiert natürlich auch in der Stadtplanung. Und man muss dann schauen, welche Voraussetzungen, was bietet die Fläche, was kann man daraus machen, und sozusagen die Ideen und Emotionen und diesen kreativen Part zusammenbringen mit dem technischen Part. Das ist eigentlich die Aufgabe dann. Nicht jedes Grundstück ist ja sozusagen frei. Die andere Rahmenbedingung ist nicht nur, was wird da hinterlassen, sondern eine der Rahmenbedingungen ist eben auch, das Grundstück gehört einem Eigentümer, die Stadt ist nur beauftragt, einen neuen Nutzer zu suchen, oder es gibt Vorgaben für die Nutzung, weil es jetzt sich um ein ehemaliges Industriegelände handelt, auf dem auch tatsächlich überhaupt gar kein Wohnen angesiedelt werden kann. Also diese unterschiedlichen Vorgaben bestimmen sozusagen, wer entscheidet. Wenn der Eigentümer entscheidet, ist es sicherlich nochmal was anderes, als wenn die Stadt eine Chance hat. Dann gibt es die Wünsche der Bürger. Wie läuft sowas ganz konkret ab? Also grundsätzlich gibt es eine kommunale Planungshoheit. Die ist auch grundgesetzlich verbrieft. Die Städte können Städtebaupolitik machen und bestimmen, haben da ein paar Instrumente, mit denen sie bestimmen können, wie eine Fläche baulich oder wie auch immer genutzt werden kann. Das heißt, der Eigentümer hat es nicht bis zuletzt selber in der Hand, sondern die Stadt kann schon Vorgaben machen, indem sie Bebauungspläne zum Beispiel aufstellt und sagt, wir entscheiden jetzt als Stadt, auf dieser Fläche ist nur dies und jenes zulässig und was anderes eben nicht. Das heißt, es ist schon so, dass die Stadt letztlich eine Vorstellung entwickeln muss, wie eine Fläche nachgenutzt werden soll. Also nehmen wir mal eine Industriefläche, die fällt jetzt brach. Ja. Dann kann man natürlich sagen, okay, machen wir da jetzt wieder Industrie oder machen wir Wohnen? Und diese Entscheidung, die kann der Eigentümer jetzt nicht selber treffen, sondern da muss, oder da ist schon die Stadt gefragt und da ist die Stadt auch befugt zu, sage ich mal. Der Rat der Stadt kann entscheiden, okay, wir haben, sage ich mal, Bedarf an Industrieflächen oder an Gewerbeflächen und wir wollen das wieder als solche genutzt sehen und schreiben das auch planungsrechtlich dann fest. Oder man sagt, dass die Fläche ist eigentlich gar nicht mehr so richtig geeignet, weil sie umgeben ist von Wohnbebauung, da kann ich gar nicht mehr so viel Lärm machen. So eine richtig gute Gewerbefläche ist das vielleicht gar nicht mehr. Wir entwickeln das in Richtung Wohnen. Auch dann ist in der Regel ein Bebauungsplan erforderlich, um sozusagen dann diese Flächen in eine neue Nutzung zu bringen. Und das ist was, wo die Stadt tätig werden muss oder kann und wo der Eigentümer jetzt nicht selber entscheiden kann, ich mache das einfach mal so. Ja. Wenn man sich also das konkret anguckt, ist der erste Schritt immer, ich gucke mir an, wo liegt es genau. Dafür haben Sie ja auch entsprechende Flächenpläne und wahrscheinlich auch sozusagen eine Bestimmung, was auf diesem Gelände passieren soll. Und das ist der erste Schritt, zu gucken, in welche Richtung es geht. Ein zweiter Schritt ist sicherlich zu klären, welche technischen Voraussetzungen sind. Und ein dritter ist, wem gehört das denn eigentlich? Was möchte der damit machen? Haben wir zum Beispiel jetzt die Firma Valurec, die ihren Betrieb einstellt auf dem Gelände und will jetzt sozusagen das Grundstück verkaufen, um da sozusagen auch noch einen Profit mit zu erzielen. So, wenn wir das konkrete Beispiel angucken, wie sehen Sie die Schritte da? Ja. Also dieser Fall ist jetzt relativ frisch in Mülheim. In dem Fall hat die Stadt, und Stadt heißt immer Stadtverwaltung Politik, die ja dann letztlich auch entscheidet. Stadtverwaltung bereitet ja Entscheidungen vor und Politik entscheidet. In dieser Zusammenarbeit sozusagen zwischen Politik und Verwaltung haben wir uns entschlossen, sozusagen das wieder als Industriefläche auch für gewerbliche Produktion zu sichern und auch wieder zu nutzen und nicht zuzulassen, dass dort zum Beispiel Wohnen entsteht, weil wir in Mülheim gesagt haben, wir brauchen auch in Zukunft große zusammenhängende Flächen, wo wir produzieren können, wo auch das Gewerbe nicht gestört wird durch Wohnen. Wohnen hat ja einen gewissen Schutzanspruch, da darf es nicht zu laut sein. Wenn ich jetzt sozusagen heranrücke an eine Gewerbefläche, schränke ich natürlich deren Nutzung ein. Dann kann ich eben dort nicht mehr so laut sein und produzieren, sondern dann muss ich für das Wohnen Rücksicht nehmen. Und das könnte eben so eine Fläche auch einschränken. Und deswegen haben wir dort gesagt, wir steuern das, wir stellen einen Bebauungsplan auf.
die Eigentümerin hat dann dieses Grundstück verkauft. Es gibt jetzt einen Käufer, der hat zugesagt, oder das ist auch vertraglich sich gebunden, ja, wir machen da jetzt eine neue Gewerbeentwicklung und eben keine Wohnentwicklung. Und da haben wir mit den Instrumenten des Städtebaurechts es geschafft, sozusagen das so in die Richtung aufzusetzen. Wir werden jetzt den Bebauungsplan zusammen mit dem Erwerber fertig machen und da wird dann auch geregelt, was dort passieren darf, was dort nicht passieren darf, wie die Erschließung ist, was dafür alles nochmal umgebaut werden muss, auch an Straßen, an Anbindungen und so weiter. Und natürlich auch, wer das finanziert, das ist ja auch immer eine wichtige Frage. Die Frage so eine Flächenentwicklung. Muss die Stadt in Vorleistung gehen bei bestimmten Dingen? Genau, also kostet immer Geld, wenn ich irgendwo eine neue Erschließungsstraße bauen muss. Und da versuchen wir natürlich in der Regel, dass derjenige, der sozusagen den Aufwand verursacht und dann auch natürlich den Vorteil von der Entwicklung hat, das ist in erster Linie auch der Eigentümer, dass der dort natürlich sich finanziell beteiligt, bestimmte Dinge vielleicht komplett übernimmt, die Kosten, und wieder andere macht man dann halbe halbe oder teilt sich die irgendwie auf, anteilig. Und das sind dann Dinge, die man vertraglich regelt. Aber da muss man natürlich auch die Leute in die Pflicht nehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Stadt immer sozusagen auf ihre Kosten dann das Bett bereitet und der Eigentümer oder die Eigentümerin kann dann da machen, was sie will, sondern man nimmt die Leute schon auch in die Pflicht, sich dazu beteiligen. Denn natürlich hat so eine Entwicklung auch wieder sozusagen, ja, man macht ja auch wieder Profit damit. Und ich denke mal, das ist angemessen, wenn man dann auch verlangt, dass die Eigentümer sich da beteiligen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und da sind wir jetzt auf dem Weg, wo wir das in dem Fall eben, glaube ich, wo wir uns in die gleiche Richtung bewegen und auch wieder so eine Fläche, wo auch neue Arbeitsplätze entstehen können, dann auch wieder herrichten, neu erschließen, mit einer veränderten Erschließung auf die neuen Bedürfnisse angepasst. Und das, denke ich, ist für Mülheim dann nochmal ein wichtiger Schritt, damit solche Flächen gar nicht erst lange brach liegen, sondern dass die relativ schnell wieder in eine neue Nutzung kommen. Jetzt gibt es natürlich Anwohner, Bürger, die drumherum wohnen, die ihr Interesse vielleicht darin gesehen haben, dass weniger Lärmbelastung entsteht. Oder es gibt natürlich die Beschäftigten, die nicht alle schon wieder neue Arbeitsplätze gefunden haben, die für sich sagen, okay, wir wünschen uns tatsächlich Industriearbeitsplätze, die da entstehen. Die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, passiert in einem solchen Fall im laufenden Prozess tatsächlich nur durch die Wahl einer bestimmten Partei, die wiederum auf der Grundlage ihres Vorschlages im Rat der Stadt Mülheim entscheidet. Ja, nicht nur. Also nicht nur. Gibt es auch Anhörungen? Das ist jetzt mehr so die Frage Beteiligungsmöglichkeiten. Genau, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also natürlich entscheiden die Ratsmitglieder letztlich über den Bebauungsplan und über viele Schritte auf diesem Weg dahin. Aber es ist natürlich klar, dass wir das Umfeld, und da sind eben dann auch Wohnungen, teilweise sogar im sehr nahen Umfeld dieser Fläche, dass wir das natürlich auf dem Schirm haben und dann schon gucken, kann man die Erschließung so verändern, dass der ganze gewerbliche Verkehr nicht bei den Leuten vor der Haustür vorbeifährt, sondern kann man das vielleicht anders erschließen, die Fläche? Kann man Nutzungen so anordnen, dass die lauten Nutzungen möglichst weit weg sind von der Wohnbebauung und die nicht so lauten oder die leisen oder Nutzungen, wo man es nicht so merkt, die sind dann eben etwas näher an der Wohnbebauung. Also da versuchen wir schon bei der Planung, wenn wir uns erste Gedanken machen, das so anzulegen, dass sozusagen diese Probleme dann gar nicht so groß werden. Und dann gibt es eine größere Sensibilität wahrscheinlich auch für die Bedürfnisse von Bürgern, die genau, also davon betroffen sind. Wir haben das sicherlich auf dem Schirm. Es ist aber immer so, und wir machen ja auch immer Bürgerbeteiligung, dass dann einem doch noch immer noch Sachen erzählt werden, die eben nur oder vor allem die Leute wissen, die eben dort jeden Tag wohnen. Ja. Und deswegen ist die Bürgerbeteiligung für uns auch sehr wichtig, einmal um an Informationen zu kommen, die man, wenn man im Büro sitzt, in der Stadtplanung oder mal einmal oder zweimal eine Ortsbegehung macht, vielleicht gar nicht erkennt, sondern wo dann wirklich die Anwohner sagen, ja, aber ich komme hier jeden Tag lang und da ist das immer so und so. Ja. Also diese Informationen aus dem Alltag der Leute, die sind für uns auch wichtig. Und so eine Bürgeranhörung ist automatisch, ist die sozusagen Teil des Entwicklungsprozesses? Ja. Oder wo man sagt, hier gibt es einen ganz besonderen Problemfall, ja, wo man die Bürger beteiligt? Also vorgeschrieben ist es gesetzlich schon in verschiedenen Stufen der Planungsverfahren.
auch bei informellen Verfahren, wenn wir zum Beispiel ein Stadtentwicklungskonzept machen, da ist jetzt nichts vorgeschrieben irgendwie im Baugesetzbuch, das müsst ihr so und so machen, sondern man versucht dann zu jedem Planungsvorgang oder zu dem Planungsvorhaben, was man angeht, ein passendes Format zu finden, um die Bevölkerung einzubeziehen, die Öffentlichkeit. Das kann auch mal eine Beteiligung speziell für Kinder sein, auch das haben wir schon mal gemacht. Das können Formate im Rahmen von Veranstaltungen sein, wo man Leute einlädt und dann das Projekt vorstellt, wo man dann darüber diskutiert. Das können aber auch Veranstaltungen sein, wie wir es schon mal bei dem Parkstadtprojekt gemacht haben, dass wir so einen Projektmarkt mit verschiedenen Ständen, wo man sich Informationen holen kann, macht, um den Leuten die Gelegenheit zu geben, sich erstmal zu informieren, was plant die Stadt da überhaupt, was sind da für Ideen, was steht da im Raum. Ja. Und dann eben sich ein Bild zu machen und dann auch einen Kommentar abzugeben und zu sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut oder ich habe eine bessere Idee. Also diesen Diskurs sozusagen dann zu haben. Wir gucken dann schon, kann man die Ideen, die da kommen oder auch die Kritik, die kommt, wie reagiert man darauf? Kann man da vielleicht die ein oder anderen Dinge nochmal verändern, um dem auch gerecht zu werden? Es ist manchmal nicht möglich, alles wirklich zu berücksichtigen, weil teilweise sich die Dinge auch widersprechen. Also auch von der Bevölkerung kommt oft was, die einen sagen A, die anderen sagen B. Ja, da muss man dann sich entscheiden. Also auch das gibt es. Aber man versucht natürlich, die Dinge aufzunehmen und dann in dem Verfahren zu verarbeiten. Und das ist in jedem Planverfahren vorgeschrieben. Aber ehrlich gesagt, im Grunde mache ich es auch gerne, weil es auch viele Probleme dann oft nochmal auf den Tisch bringt. Es wird nochmal diskutiert. Manchmal bringen die Leute dann nochmal eine eigene Perspektive ein, die man als Planer vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte. Und ich sage mal, das kann dann nur besser werden. Ja, ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass ein Projekt schlechter geworden ist, weil man eine Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht hat. Jetzt ist es aber auch, also zumindest erlebe ich das ganz oft so, dass es auch eine Unversöhnlichkeit von Positionen gibt. Ja. Da gibt es zum Teil eben die Menschen, die im Rahmen von Umweltschutz sagen, das ist ja toll, wenn hier eine Fläche jetzt nicht mehr industriell genutzt wird und hier haben wir auch diese oder jene Vogelart, die sich dann schon angesiedelt hat. Und das ist ganz oft unversöhnlich mit anderen Interessen, die sagen, wir möchten jetzt gerne hier den Industriearbeitsplatz für uns für die Zukunft haben. Ja. Ja, also Planung ist ein Aushandlungsprozess. Das ist, man muss Kompromisse machen. Man kriegt vielleicht nicht immer alles auf einer Fläche tatsächlich auch geregelt und muss dann auch sich für eine bestimmte Sache entscheiden. Das ist einfach so. Ja, man kann es nie allen recht machen. Das lernt man als Planer relativ schnell. Aber man muss versuchen, die verschiedenen Aspekte irgendwie zu verarbeiten und dann eine richtige Entscheidung zu treffen. Und man kann natürlich auch ein Gewerbegebiet auf so einer Brachfläche anders gestalten, als man es jetzt vielleicht in den 60er Jahren gestaltet hätte. Genau. Ja? Also man wird natürlich heute vielleicht auch noch eine Grünfläche einplanen, wo man vielleicht mit dem Regenwasser anders umgeht und das dann versickert auf einer Fläche oder irgendwie puffert, dann noch einen Teich anlegt. Man wird heute schauen, dass es sich vielleicht nicht so aufheizen kann, indem man mehr Grün mitplant, indem man vielleicht nochmal Freizeitmöglichkeiten für die Mitarbeiter einplant, sich so ein kleines Beachvolleyballfeld oder so, wo man im Sommer einfach noch in der Mittagspause vielleicht nochmal kurz sich ein bisschen abreagieren kann. Also viele, viele Dinge, die man vielleicht vor 30, 40 Jahren nicht gemacht hat, einzubeziehen und auch diesen Umweltgedanken in einem Gewerbegebiet, soweit es eben möglich ist, auch zu berücksichtigen. Wir haben in Mülheim momentan sozusagen uns entschieden, so vorzugehen, dass wir die Flächen, die noch nicht vom Menschen angefasst worden sind, im Sinne einer baulichen Nutzung, dass wir die auch möglichst so belassen wollen, also nicht das sozusagen auf die grüne Wiese zu gehen. Okay. Und dafür lieber die Flächen nachzunutzen, die frei werden und schon mal genutzt waren. Ja, und deswegen kommt dann jetzt bei Vallourec auch wieder neue Industriearbeitsplätze hin. Genau, aber natürlich in einer anderen Art und Weise, als es bisher der Fall war. Ne? Also okay. Es wird etwas kleinteiliger, es wird vielleicht auch etwas, ich sag mal, die Gebäude werden einen anderen Baustandard haben natürlich. Die Art der Nutzung wird natürlich sich ein bisschen verändern. Es wird vielleicht nicht mehr nur Industrie sein, sondern wird auch andere gewerbliche Nutzungen werden da hinzukommen. Aber der
Der Erwerber dieses Grundstücks, der hat schon auf dem Schirm, dass die Leute heute nicht nur einfach in so eine Halle fahren, da arbeiten und wieder weg oder ins Büro, sondern dass die vielleicht auch mal in der Mittagspause ein bisschen Grün haben wollen, dass es eine Qualität geben muss im Umfeld, in der Gestaltung und jetzt sozusagen nicht alles nur zubetoniert ist. Also da merkt man schon den Wandel auch der Ansichten, die sich auch bei den Investoren, die dann mittlerweile auch Gründächer bauen und Photovoltaik auf die Dächer packen und so weiter. Also das merkt man schon. Und das sind eben auch Dinge, die man halt integrieren muss, wo man den Leuten, die das Thema Umwelt eben besonders, denen das besonders wichtig ist, natürlich auch sagen kann, ja, wir haben das jetzt nicht, wir verdrängen das nicht, wir haben das auch auf dem Schirm, aber es wird jetzt eben kein Biotop da entstehen. Ne? Auf der ganzen Fläche. Die Frage, die dahinter steckt, war ja, wie nehmen wir eigentlich alle mit? Sie sagen im Aushandlungsprozess, dass alle zu Wort kommen können. Es gibt natürlich aber auch Institutionen, die für sich selbst vielleicht Prioritäten setzenderweise gerne möchten, dass in einer Stadt nochmal sich was verändert. Das ist so der große Ganze, die kurzfristige Perspektive und die langfristige Perspektive. Mhm. Da ist so für mich die Frage nach der Perspektive und nach Beispielen, wo Sie sagen, das ist kurzfristig, das ist vielleicht langfristig gedacht. Ja, also langfristig wirken immer so Planwerke wie der Flächennutzungsplan, die auf eine größere Zeit angelegt sind, wo man natürlich auch wieder ein Planverfahren hat, wo viele Leute mitwirken. Auch viele Institutionen mitwirken, sogenannte Träger öffentlicher Belange. Also da werden auch die Kirchen angeschrieben und die Bahn und Behörden natürlich auch. Also es ist ein sehr breit angelegter Prozess. Was wir in Mülheim nicht haben, was vielleicht ein bisschen schade ist, ist so eine langfristige Strategie, die sich vielleicht in so einem Stadtentwicklungskonzept niederschlägt. Das hat hier keine Tradition. Das ist was, was ich auch nochmal angehen möchte, noch mehr strategisch sozusagen in die Zukunft zu blicken, was man in den nächsten Jahren vielleicht nochmal machen muss. Bisher fehlt uns da immer so ein bisschen Zeit und wir haben auch relativ wenig Leute. Es ist ein kleines Stadtplanungsamt hier in Mülheim. Wie viele Menschen sind hier beschäftigt? Also im Stadtplanungsamt gibt es 10 Leute, die Baulandplanung machen, also die formellen Verfahren im Prinzip abwickeln, und dann gibt es noch eine Handvoll Leute, die informelle Planverfahren machen in der Stadtentwicklung und die eben auch solche Quartiersbetrachtungen machen, Pläne für ganze Stadtteile. Aber was uns noch fehlt, ist so ein gesamtstädtisches Entwicklungskonzept, und das ist auch noch, wäre nochmal eine Gelegenheit, sozusagen auch viele Leute nochmal mit einzubinden, auch um so eine langfristige Perspektive zu diskutieren. Man muss ja sehen, dass dieser Wandel, die Transformation, die wir bei uns hier im Ruhrgebiet erleben, in jeder Stadt unterschiedlich, aber tatsächlich auch manchmal ganz schön massiv ist, je nach Größe der Unternehmen, die tatsächlich auch durch einen technologischen Wandel nicht mehr so benötigt werden. Und diese Transformation bedeutet eben auch, dass das Thema der Stadtentwicklung und wo will eine Stadt hin, eine Prioritätensetzung erfordert, die sozusagen ein gutes Gleichgewicht für die Bürger, die hier wohnen, beinhaltet. Ja. Also wir haben mal einen Entwurf gemacht für eine Gewerbeflächenstrategie, und da war schon ganz klar angelegt, dass wir die Gewerbeflächen, die wir haben, auf jeden Fall behalten wollen. Bis auf einige wenige, wo wir wissen, die sind einfach heutzutage nicht mehr als Gewerbeflächen so richtig geeignet, weil die umgeben sind von Wohnbebauung und man da auch von der Erschließung her nicht mit großem Lkw-Verkehr dann durch Wohngebiete kann. Da macht es keinen Sinn, an den Eisern festzuhalten, sondern da sollte man dann auch eine andere Strategie fahren. Aber die großen zusammenhängenden Gebiete, die wir in Mülheim haben, die wollen wir natürlich erhalten. Und da muss man auch ein bisschen gucken, nicht nur zu regeln, was auf den Flächen passiert, sondern auch, was daneben passiert. Ein Stichwort ist da heranrückende Wohnbebauung. Da muss man natürlich gucken, dass das möglichst nicht passiert, weil ich damit ja die Fläche und die Nutzung einschränke. Also da muss man auf viele Dinge achten. Aber die Entscheidung, eine Priorität auf die schon genutzten Flächen zu legen, die halte ich auch für richtig, weil alles andere würde ja bedeuten, dass man sich weiter ausdehnt in die Natur hinein, in die Freifläche. Und ich glaube, vor dem Hintergrund des Klimawandels sollte man da heutzutage sehr zurückhaltend sein.
Ich sage nicht, dass man das gar nicht mehr an keiner Stelle machen darf. Sicherlich gibt es kleinere Arrondierungen, wo man das auch mal darf. Aber eine großflächige Entwicklung sozusagen in die Fläche hinein ist, glaube ich, heute nicht mehr zeitgemäß. Und das wird, glaube ich, auch von vielen mitgetragen. Und das ist im Prinzip eine Entscheidung, die in Mülheim getroffen worden ist, dass man so vorgeht. Und da sind wir momentan mit unseren Projekten sozusagen auch voll drin in dieser Schiene. Je nach Betrachtungsweise gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die dann auf so eine Stadt und deren ausgewiesenen Gewerbegebiete guckt und dann als Kammer sagt, wir brauchen viel mehr Flächen und die Bürger, die sagen, sie möchten gerne tatsächlich mehr Grün und dann ist ja toll, wenn die Firma nicht mehr da ist und andere, die sagen, uns sind aber die Arbeitsplätze, egal in welchem Bereich sie jetzt sind, besonders wertvoll und die dürfen wir auch in einer Stadt wie Mülheim nicht vergessen. Und diese unterschiedliche Blickweise darauf macht es wahrscheinlich auch sehr schwer, sozusagen es allen recht zu machen. Genau, das ist eben sozusagen die Kunst, da viele, viele Aspekte oder viele Sichtweisen auf die Fläche erstmal zu verarbeiten in so einem Planungsverfahren und dann eben eine Entscheidung zu treffen. Man muss eine Entscheidung treffen. Man kann es nicht allen recht machen. Das klappt in den seltensten Fällen. Und man muss eben eine Entscheidung treffen. Und dann gibt es natürlich immer auch Leute, die sagen, das ist aber nicht die Entscheidung, die ich getroffen hätte. Ich hätte es anders gemacht. Ja, die wird es immer geben. Es gibt vielleicht genauso viele, die sagen, ja, finde ich gut. Ja, habt ihr richtig entschieden. Das ist genau so, wie wollte ich es. Ja. Also das ist eben man muss Kompromisse machen. Und es ist nur wichtig, dass es gute Kompromisse sind und keine faulen. Genau. Und am besten auch nochmal unter Beteiligung der betroffenen Bürger oder betroffenen Menschen, genau, die da jetzt an diesem Platz und an den Orten von Beschäftigung partizipiert haben. Also an dem Punkt ist das für mich ein wesentlicher Part, eine Prioritätensetzung in der Frage, wo soll es hingehen, damit das vielleicht auch kommuniziert wird im Vorfeld. Ja. Und nicht immer dann, wenn das ganz schnell Entscheidungen zu treffen gilt, weil da finanzielle Rahmenbedingungen dranhängen. Also von daher. Ja, also die strategische Entscheidung, wie wir mit Gewerbeflächen, die brachfallen, umgehen, die ist schon getroffen. Also das geht schon genau in die Richtung, wie Sie sagen, dass wir sagen, wir wollen diese Flächen auch wirklich langfristig für produzierendes Gewerbe oder überhaupt für Gewerbe und Industrie sichern, soweit das planerisch heutzutage geht, weil die Vorschriften aus dem Emissionsschutz natürlich teilweise verhindern. Also ich kann nicht mehr überall dort, wo ich jetzt ein Stahlwerk habe, kann ich theoretisch wieder eins ansiedeln. Das geben manchmal die rechtlichen Rahmenbedingungen einfach nicht her. Aber man kann solche Flächen für gewerbliche Nutzungen natürlich sichern, indem man sagt, dann lassen wir jetzt kein Wohnen zu. Ja, diese Möglichkeit hat die Stadt natürlich und diese strategische Entscheidung ist aus meiner Sicht in Mülheim getroffen worden. Konsequent eben solche Flächen zu sichern und wieder zu besiedeln und das in einer möglichst zügigen Art und Weise, weil wir es uns nicht leisten können, dass solche Flächen ewig leer liegen und da nichts passiert. Abschließende Frage, was ist denn das Schönste an Ihrem Job in der Stadtplanung? Was finden Sie gut daran? Das Schönste, finde ich, ist eigentlich die Vielfalt, die Vielfältigkeit dieser Tätigkeit, weil man mit so vielen Themen zu tun hat. Das ist das Schöne am Stadtplanerberuf. Sie kommen da nicht nur mit diesen ganzen technischen Dingen in Berührung, sondern manchmal auch mit dem Thema Kunst, Kultur. Das ist auch ein Teil der Stadtentwicklung. Also das ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum an Themen und Dingen, die man sozusagen, die über den Schreibtisch wandern. Ja. Und das macht einfach Spaß, damit umzugehen. Super. Herzlichen Dank an Herrn Felix Blasch, dass er hier uns einen Einblick in die Grundlagen von einer Grundstücksneunutzung, wie sie sich durchaus immer mal wieder stellt, wie wir an dem Beispiel Valorec gesehen haben. Und sofern es auch möglich ist, von der Stadt beeinflusst werden kann, wie also Stadtentwicklung hier in Mülheim aussehen kann. Der Bürger und die Bürgerin haben jetzt vielleicht die Möglichkeit, dadurch ein bisschen mehr Verständnis für all die Elemente, die auf sowas einwirken, zu entwickeln und das besser zu verstehen.
Denn manchmal ist es sicherlich nicht der beneidenswerteste Job, den Kompromissfindungspart zu bekommen, sozusagen. Herzlichen Dank auf jeden Fall für die Fragen und Antworten, die wir jetzt hier mitgenommen haben. Und ich hoffe, dass sich viele Menschen dafür interessieren. Ja, ich bedanke mich auch und hoffe, dass weiterhin eine große Beteiligung an Planung, großes Interesse auch in der Bevölkerung da ist, weil Planung auch natürlich für viele Jahre wirkt. Ja. Wenn was gebaut wird, steht es da sehr lange. Und deswegen freuen wir uns auch, wenn die Leute sich dafür interessieren. Mhm. Also, herzlichen Dank. Genau. Okay.